Ja, vielen, vielen Dank, David, für die Anmoderation. Ich finde ja Friedrich Herrmann im Ernst-Deutsch-Theater eine etwas merkwürdige Kombination. Wenn jetzt Patriotenherzen im Publikum höher schlagen, könnte ich das an der Stelle verstehen. Aber ich weiß nicht, ob es überhaupt Patrioten gibt im Publikum. Ist das der Fall? Ja, einer. Aber ganz vorsichtig und aber immerhin bestimmt. Also, ja. Krass, ich hab gar nichts prinzipiell dagegen. Ich habe mir nur manchmal die Frage gestellt, so in wie vielen anderen Ländern wäre das eigentlich der Fall, dass man in einem Saal mit 700 Menschen fragt, gibt es Patrioten und dann gibt es einen? Das ist schon relativ krass. Also ich glaube, wir haben da ein besonderes Verhältnis zu unserer eigenen Identität. So. Also eins der ganz wenigen Länder, vielleicht das einzige, wo das so ist. Um diesen ganzen Themenkomplex mal ein bisschen aufzuarbeiten, habe ich folgenden kleinen Text geschrieben und er heißt: Ich glaube, ich bin kein guter Deutscher. Mein erstes Sauerkraut habe ich zurück auf mein Lätzchen gewürgt. Als ich meinen ersten Schlager hörte, da habe ich geflennt, vor Wut. Ein einziges Mal in meinem Leben habe ich mich in eine Lederhose gezwängt, eine Erfahrung, die zu gleichen Teilen aus Schweiß und ziemlich scheiße Aussehen bestand. Die Helden meiner Kindheit hießen nicht Siegfried oder Barbarossa, sondern Bart und Lisa Simpson. Ja, ich glaube, ich bin alles in allem ziemlich mies integriert. Bis heute klatsche ich nicht auf 1 und 3 und ich würde niemals unsere Hymne mitsingen. Und das, obwohl ich Friedrich Herrmann heiße. Ein Name so deutsch wie ein mit Leberwurstbrot belegtes Schnitzel. So deutsch wie ein Bierhumpen in Schwarz-Rot-Gold mit Zinndeckel in Form einer kleinen Pickelhaube, aus dem dicke Männer mit Sonnenbrand auf dem Rücken aus überlangen Strohhalmen Sangria saufen. Dazu bin ich dünn und blass, gehöre zur Mittelschicht, bin optisch sowas Ähnliches wie ein Mann. Beste Voraussetzungen also, um mich in diesem Land wohl und als echter Deutscher zu fühlen. Aber ich tue es nicht. Mir wurde beigebracht, dass Deutschsein wie eine hässliche Vase aus Porzellan ist, die als Erbstück im Schrank verstaubt und für die ich mich schämen muss, immer dann, wenn Besuch da ist. Und ich glaube, da bin ich heute Abend nicht der Einzige. Aber, und das ist ein ziemlich großes Aber, so wie die Dinge im Moment stehen, vergeht mir ein bisschen die Lust, ein positiv verstandenes Deutschsein den Gestalten aus dem neuen rechten Spektrum zu überlassen, die mit Pavian-gesichtige Arschkrampen noch sehr positiv umschrieben sind. Ich würde Identitären, Pegida, AfD und Drittem Weg gern etwas entgegenhalten. Ein anderes Bild vom Deutschsein, das nicht einfach nur ein Fotonegativ ist. Ich stand letzten Sommer in Chemnitz und skandierte mit Zehntausenden Alerta, Alerta, Antifaschista und No border, no nations. Aber was sind das für Antworten? Identität lässt sich ja nicht ausschließlich darüber definieren, wogegen man ist. Auf Antifaschismus kann ich mich schnell einigen. Aber das Wofür ist irgendwie ziemlich knifflig. Wenn ich Deutschsein als Porzellanvase sehe, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als sie früher oder später zu zertrümmern. Was, wenn es keine Vase ist, sondern ein großer Klumpen Knete, wie er früher bei uns im Flur stand, aus dem ich manchmal diese kleinen Kügelchen geformt habe, in denen unsere Katze zweimal fast erstickt wäre. Naja, was ich sagen will, Deutschsein ist formbar. Deutschsein ist das, was man draus macht. Es müssen eigentlich immer nur genug Menschen mitmachen und sagen, das ist jetzt Deutsch. Und dann ist es das. Deutsch. Das könnte sein, der Nationalelf dabei zusehen, wie sie in der Vorrunde rausfliegt und sich dann denken, mal schauen, wie es beim Handball läuft. Das ist ja viel spannender. 15 Tore in einer Hälfte, wann soll ich ja Pipi machen? Oh, wie die wischen, guck mal, wie die wischen. Deutsch, das könnte sein, in der Bahn ganz entspannt sitzen bleiben, bis der Zug auch wirklich in den Bahnhof eingefahren ist, erst dann sein Gepäck schnappen und in aller Ruhe aussteigen. Deutsch, das könnte sein, einen Flughafen so schlecht zu planen, dass sich die Fertigstellung mehr als 8 Jahre verschiebt und dann feststellen, dass sie so viele gute Witze über diesen Flughafen machen lassen, dass man einfach sagt, nö, das lassen wir jetzt genauso stehen. Das ist jetzt ein satirisches Bauwerk. Deutsch, das könnte sein, braune Haare, braune Haut, braune Augen, bunte Gedanken. Deutsch, das könnte sein, kollektiver Edelmut, politische Schönheit und lange Umarmungen. Deutsch, das könnte sein, ich mag dieses Land. Für die vielen Freiheiten, die ich hier habe. Für die kostenlosen Unis, für das Ehrenamt, für die Vereine, für die vielen Menschen, die sich engagieren und Bock haben. Für die Sprache, für die Musik, die Bücher, die Gedichte. Nicht so für die Filme, aber gibt's auch ein paar, die ganz okay sind. Und vor allem dafür, wie man sich hier seine eigenen Geschichte stellt. Deutschland ist okay, aber vor allem hat es jede Menge Potenzial. Danke. Vielen Dank.
Mm-hmm.